Willkommen zurück hier bei Rangeset, wo der gute Herr Stone, unser guter Detective, einfach so umgekippt ist im letzten Part und wieder irgendwas gesehen hat. Und Officer Blunt macht sich jetzt natürlich Sorgen. Und wir fahren fort. Boah, es ist laut. Uiuiui. Ich habe den Boden untersucht. Naja, klar. Ich wollte nur irgendwas unter dem Bett suchen. Ich glaube, ich bin gestolpert und habe mich dann... Und dann selber ausgenockt damit. Ich mach mal das, das klingt. Also, es klingt alles blöd, aber ich nehme mal das. Ich glaube, ich bin einfach über irgendwas gestolpert und war dann einfach weg. Danach hat es aber nicht wirklich ausgesehen. Wirklich. Ich weiß nicht, warum sie einfach nicht darüber reden wollen. Ja, egal. Wir sollten hier in der Weide sitzen bleiben. Noch mehr. Wenn das nochmal passieren sollte, dann gehen Sie direkt zum Arzt. Verstanden? Ja. Okay. Also sagen Sie mir. Was? Ich weiß nicht. Was. Wie ist so Ihr Leben? Zu Hause, da wo Sie herkommen? Wie ist es so? Wie ist die Arbeit dort? Oder gibt es irgendwelche Unterschiede von all dem hier? Es ist eine komplett andere Welt. Es gibt immer irgendetwas zu tun und die ganze. Das ganze Revier ist immer voll und voller Leben und immer super, super laut. Ich mag das. Manchmal wird es ein bisschen verrückt, aber ja. Es ist irgendwie toll, wenn man damit umgehen kann. Ich habe darüber nachgedacht, hier wegzuziehen und in eine größere Stadt zu ziehen, um dort zu arbeiten. Ich meine, einfach die Idee, größere Fälle zu bearbeiten. Einfach total drin zu sein in dem Fall und deine ganze Leidenschaft dort reinzustecken, das klingt einfach unglaublich aufregend. Es klingt nach etwas, das ich unbedingt machen möchte. Aber ich bin nicht sicher, ob ich das auch schaffen werde. Nur dieser eine Fall hier, dieser eine Fall, allein von dem bin ich schon total betroffen. Think you're capable, you'd get used to it. Capable. Naja, zum Glück, fähig, wollte schon sagen. Irgendwie sowas wird sein. Wir können sagen, dass sie schon fähig sein wird. Wir könnten sagen, sie werden dann schon irgendwann damit umgehen können. Oder an ihrer Stelle würde ich einfach nur Pineview bleiben. Ich denke, ist das nicht normal? Ist das nicht normal, dass man am Anfang gerade bei solchen Fällen vielleicht emotional ein bisschen ja noch sehr drin ist und dass sich irgendwann ändert? Ich meine, ein bisschen Emotionen sind ja vielleicht manchmal immer gut, zu viel natürlich nicht, gerade in solchen Jobs. Ich mach mal das. Sie werden damit schon umgehen können nach ein paar Tagen. Vielleicht nach ein paar Wochen. Das ist ihr erster Mordfall. Es ist absolut verständlich, dass sie emotional so reagieren. Und vor alledem, sie kannten auch noch die Opfer. Achso, wenn sie dort draußen wären in der großen Stadt, hätten sie gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie hätten dann mehrere Fälle zur selben Zeit. Und ich denke, sie sind fähig, auch mehr als einen Fall zu haben und damit umgehen zu können. Ich denke, sie machen das hier richtig, richtig gut. Oh, wirklich? Denken Sie wirklich so? Absolut. Danke, Detective. Aber
Wo kommt der denn jetzt her? Ich würde mir Sorgen machen um die Leute, die ich hier hinter mir lasse. Meine Mutter, sie lebt mit mir zusammen. Ich komme mir ein bisschen selbstsüchtig vor, wenn ich einfach so gehe. Und da sind noch so viele andere Leute, die sich auf mich verlassen. Hallo, Detective. Geht's Ihnen besser? Bekommt Ihnen die kleine Stadtluft gut? Sie sehen ganz schön durchdacht aus, Wein. Sie werden nicht raten, was ich gefunden habe. Sie werden nicht erraten, was ich gefunden habe. Ich hole uns einen Kaffee. Detective, Sie sollten sitzen. Mir geht's gut, alles gut. Ich will aber wissen, was er gefunden hat. Look? Warum schauen Sie denn den Tisch an, Detective? Ich dachte, Sie wollten uns Kaffee holen. Ich würde gern Kaffee haben. Ist auch sehr gerne. Okay, wir holen uns mal wieder Kaffee. Sehr gut. Es sieht aus, als ob irgendwas anbrennt. Wo sind wir eigentlich? Ach Gott, ich hab grad... Wo sind wir denn? Moment. Versteckt. Ah, das sind wir. Hallo, Detective. Geht's Ihnen besser? Ja, mir geht's besser. Es ist gut, dass Sie hergekommen sind. Eine Tasse Kaffee wird sich schon wieder richten. Wie viele sonst sein? 3. Ich hätte gern 3. Danke, Mark. Sagen Sie mal, kennt ihr zufällig irgendjemand, der Brett heißt? Haben Sie ihn vielleicht mit Chris oder Diane gesehen? Vielleicht ganz am Anfang, als Sie eingezogen sind? Moment, sorry. Nein, ich glaube nicht. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich sie mit überhaupt irgendjemand mal gesehen hätte. Gerade mit irgendjemand, der nicht aus Peine bekommt. Okay. Danke für den Kaffee, Mark. Passen Sie auf sich auf, Detective. Übrigens ist Take Care so eine, auch tatsächlich eine Floskel, die man in Amerika auch einfach so sagt. Take Care ist so wie Tschüss, schönen Tag noch, einfach Take Care. Sagen die dort sehr, sehr gerne. So, wir schauen mal. Die sehen gut aus. Oh, einen Kaffee könnte ich jetzt auch trinken, hm? Ist zwar 2:30, aber hey, warum nicht? Ich hab den Kaffee. Nun, sollte wieder zurückgehen, bevor er kalt wird. La la la, ich weiß zwar nicht, wo der Kaffee ist, aber la la la. Der sitzt auf meinem Stuhl. Was soll das? Item? Oh. Ja? Okay, also, was wollen Sie uns zeigen? Also, gerade kam die Post rein. Chris und Diane's Post. Und da waren ein paar Dinge drinne. Und ich denke, die werden Sie jetzt interessant erachten. Also, da war natürlich... das sind natürlich Rechnungen. Also, nichts wirklich Verdächtiges über... Also, die sind nicht wirklich verdächtig. Aber dann haben wir diese beiden Tickets. Nur hin Tickets nach... Die Reihenfolge war Madagaskar, Antarktik und Ukraine. Deswegen denke ich mal, sie wollte Madagaskar anfangen, hä? Madagaskar. Ja. Madagaskar. Wo wussten Sie das? Wow. Na, egal. Ja, 2 Tickets, Hinflug nach Madagaskar. Sie wollten verschwinden. Diesen Sonntag. Und das wäre in 4 Tagen. Vielleicht sollten wir die Reiseagentur anrufen und sie denen ein paar Fragen stellen. Ja, ich mache das. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Dankeschön. Nein, das ist aber noch nicht alles.
Officer Blunt sagte, dass dieses hier sie sicherlich sehr, sehr glücklich machen würde. Chris und Diane haben eine Einladung erhalten für eine Hochzeit. Aha. Jemand namens Emily wird heiraten. To a guy named Brett. Okay. Die beiden wurden also eingeladen zu Emily und Bretts Hochzeit. Brett. Ja, da ist sogar eine Telefonnummer. Denken Sie, wir sollten ihn anrufen? Wegen einem Gespräch? Ja, das denke ich, dass wir Brett anrufen sollten. Also, ich habe Brett angerufen und er meinte, er würde es schaffen, morgen vorbeizukommen. Perfekt. Die Autopsieresultate werden auch morgen fertig sein, also sieht so aus, als ob es das für heute war. Wir sehen uns morgen, Officer. Passen Sie auf sich auf, Detective. Okay, jetzt sind wir hier alleine. Wie ging's denn? Ist mal so, pff. Musik weg. Okay, wir sind hier. Von hier unten kommen wir dann zum Hotel, ne? Also laufen wir erstmal hier lang. Einfach nur, weil wir eigentlich zum Hotel wollen, aber vielleicht sehen wir hier jemanden, mit dem wir quatschen können. Okay, anscheinend niemand. Dann gehen wir mal weiter. Interessant. Also wir werden uns morgen mit Brett unterhalten. Ich hatte das ja auch einen Streit ausgelöst, irgendwie zwischen den beiden. Bei einem ein oder anderen Paar ist das vielleicht so ein Ding, irgendwie man zur Hochzeit geht und dann denkt sich der ein oder andere Mensch, so, wann heiraten wir denn mal? Obwohl, die waren jetzt ja auch noch nicht so lange zusammen, ne? Das war ja 95, wo sie sich kennengelernt haben, also eigentlich schon 96. Und wir haben ja gerade mal 96. Also könnte man ja auch eigentlich verstehen, wenn die beiden das noch nicht so eilig gehabt hätten. Wow. Oh. Oh, Detective. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Wie gut könnt ihr mit Wörtern umgehen? Eigentlich. Oh, perfekt. Ich komme irgendwie nicht weiter mit dem Schreiben dieses Songs. Er geht. With a smile across my face, I sighed, we're only here for the blink of an eye. Ich lasse das jetzt mal so, ne? Weil es ja ein Songtext, kann man ja so lassen. We're only here, the blink of an eye. Clouds float, blend with the sky. Drunken dreams. Leave me high and dry. drunken dreams of you and I. Drunken dreams will never fly. Drunken dreams help me get by. Drunken dreams of apple pie. Geil, das war schon. Also drunken dreams lassen mich trocken und high werden. Drunken Dreams über dich und mich. Drunken Dreams, die niemals das Fliegen lernen werden. Drunken Dreams, die mir helfen, bei mir zu bleiben. Oder Drunken Dreams über Apfelkuchen. Ich würde dir am liebsten Apple Pie nehmen. Oh, jetzt so ein Apfelkuchen mit so richtig geilen Streusel und Sahne und Eis. Oh. Ja, die Momente, wenn man um 2 Uhr in der Nacht auf einmal Hunger bekommt, sind immer die besten. Da könnte man alles essen, was man natürlich nicht zu Hause hat. Ich finde Drunken Dreams Help Me Get By schön. Ich nehme das mal. Drunken Dreams Help Me Get By. Oh, so wahr. Ich verstehe das. Wirklich. Ich weiß. Warte mal kurz. I know I should give up some of... Achso, ich weiß, ich sollte einigen meiner Träume einfach aufgeben, aber es hilft mir einfach manchmal, durch den Alltag zu kommen, verstehen Sie? Das ist super. Vielleicht werde ich Sie nochmal nach Hilfe fragen. Okay, also Sie können mich jetzt gerne alleine lassen. Ich muss mich weiter auf den Songtext fokussieren. Danke, nebenbei. Nimmt das das übel, wenn man das mit Apple Pie nimmt? Was würden Sie sagen, wo waren Sie am 6. Am 6. Oktober? So. Was? Sie fragen mich das jetzt wirklich?
Das ist der Grund, warum ich hier eigentlich in Pineville bin, wissen Sie? Ich war unterwegs. Oh, warten Sie. Ich habe sogar einen Beweis dafür. Sehen Sie? Mein Boarding Pass vom letzten Flug. Er hat ein Datum und Namen und alles, was man so braucht. Super. Ja, ich werde nochmal auf Sie zurückkommen, sollte ich noch irgendwas anderes sagen. Natürlich, natürlich. Danke für die Hilfe. Kennen wir ihn schon? Wahrscheinlich, ich habe es wahrscheinlich nur vergessen, ne? Ich kann gerade nicht blättern. Cool, lassen wir das. Cool, haben wir ihm mal beim Songschreiben geholfen. Völlig random, aber irgendwie sehr cool. Derjenige hat auch ein gutes Alibi. Aha, das war wieder die Hotelbesitzerin. Diese ganze Firefly ist voll süß. Hallo, Mr. Stone. Ich hoffe, Ihr Aufenthalt ist sehr angenehm hier. Ich meine, so angenehm wie es sein kann, wenn man die schlimm tragischen Umstände berücksichtigt. Die Aussicht ist super, der Raum ist sehr, sehr gemütlich. Ich hatte Albträume. Ich mach mal das, dass die Aussicht super ist. Die Aussicht ist wirklich super von dem Raum aus. Miss Patterson. Das ist sie, ne? Es ist einfach der beste Raum, was die Aussicht angeht. Das Liebste, was ich tue, ist, am Morgen meinen Kaffee zu nehmen und die Aussicht zu genießen. Dieser Sonnenaufgang über den Bergen. Wunderschön. Ich bin hier jetzt nun seit über 30 Jahren und ich kann davon einfach immer noch nicht genug kriegen. Oh, meine Nase krabbelt gerade so fürchterlich, ne? Oh. Puh, ich glaube, ich müsste eigentlich niesen, aber ich möchte eigentlich nicht. Wie lange betreiben Sie schon das Hotel? Wo ist eigentlich Mr. Patterson? Ich muss mal kurz meine Nase, es tut mir leid. Ich frage mal, wenn es Sie nicht stört, dürfte ich Sie vielleicht fragen, wo Ihr Ehemann ist in dem Moment? Oh, mein Mann, der ist... He's been ridden? Er ist gerade... He's bedridden. Ach, ich... Oh Gott, ich hab Bienen. Ich sollte, glaube ich, ins Bett gehen. Mein Mann, er ist bettlägerig, leider. Er hatte vor einem Jahr einen Unfall und er kann sich nicht mehr wirklich bewegen. Selbst bewegen. Er hat immer noch den Willen und er trifft doch noch alle Entscheidungen, gerade was diesen Ort angeht. All the executions and legwork remains mine, of course. All die harte Arbeit und das ganze Training und die Beinarbeit. Ich verstehe gerade, was sie sagen möchte. Ich glaube, das ist darauf bezogen, auf sein Training. All the execution. Das Execution ist ja, die hat die ganzen Anstrengungen und Legwork. Die ganze Beinarbeit. Erinnert mich daran natürlich. Ich bin glücklich, dies hier alles zu tun. Ich liebe dieses Hotel und ich liebe ihn natürlich. Wahrscheinlich, wie sie halt sowas sagen wie von wegen, dass sie halt sich um ihn kümmern muss und um das Hotel kümmern muss, aber dass das halt voll okay ist für sie. Sag sie. Ob das wirklich so okay ist für sie, wissen wir noch nicht. Wie lange betreiben Sie denn schon dieses Hotel, Miss Patterson? Mein Ehemann und ich haben dieses Hotel erbaut, als wir 20 waren. Und wir waren hier schon immer. Es sind jetzt 30 Jahre. Er ist aus Pineview und wir haben uns getroffen, als er mal unterwegs war von der Arbeit aus. Ich habe mich dann sofort in diesen Ort hier verliebt und dann über die ganze Art, wie die Leute hier leben, und ich habe keinen Moment bereut, an dem ich hierher gezogen bin. Do you know Chris and Diane? Where were you at the night of the 6th? Ich frage natürlich nach Chris und Diane. Kannten Sie Chris und Diane?
Ja, wir haben sie ein paar Mal getroffen. Sie wirken wie wirklich sehr, sehr nette Leute. Ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Gerüchte eigentlich sollten und warum sie überhaupt entstanden sind. Chris hatte vor, auch ein Hotel hier zu eröffnen. Wussten Sie irgendwas darüber? Ja. Er hat einmal meinen Mann getroffen und mit ihm darüber geredet. Wir waren froh, ihnen zu helfen. Wir wissen, wie schwer das ist, zu starten. Gerade mit so etwas Großem wie einem Hotel. Ich wollte gerade sagen, waren Sie denn nicht, hatten Sie nicht Sorgen über den Wettbewerb? Ich mach mal das. Hatten Sie keine Sorge wegen der Konkurrenz gegenüber Ihrem Hotel? Oh nein. Es ist schon Jahre her, dass wir unsere ganzen Schulden und unsere Kredite abbezahlt haben. Und seitdem geht's uns gut. Wir haben unsere Stammgäste hier, die kommen immer wieder. Und das reicht uns, um unser Leben zu bestreiten. Das Hotel ist einfach nur noch ein Hobby. Wir machen das nicht wegen dem Geld. Okay. Aber es wirkt doch schon, dass er sich ein bisschen, wenn ich das mal sagen darf, sich den Arsch aufreißt für das Hotel und das nicht für das Geld, okay? Ich bin doch skeptisch. Wir fragen Sie mal, wo sie war am 6. Es tut mir leid, Sie das fragen zu müssen, aber ich muss Sie das fragen. Wo war sie um Mitternacht an dem Tag, an dem die Schüsse fielen? Oh, ich war hier natürlich. Das Hotel funktioniert ohne mich nicht, Sie wissen schon. Und natürlich, hier waren natürlich eine Handvoll Leute. Angestellte, Gäste, die könnten das alle bestätigen. Mitternacht. Ich denke, ich war zu der Zeit im Bett mit meinem Mann. Okay, Mrs. Pestersen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Kein Problem, Detective. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen kann. Okay. Also ich weiß nicht, ich muss sagen, die liebe Miss Patterson wirkt ja super lieb und das klingt doch alles eigentlich sehr plausibel. Aber ich nehme mir das noch nicht so richtig ab. Schauen wir mal. Gerade so die Geschichte mit ihrem Mann, das ist schon nicht einfach, denke ich. Von daher. Und auch wenn sie das nur noch als Hobby betreiben, wer würde sich denn nicht Sorgen machen, wenn da jemand ein großes Hotel eröffnen möchte? Dass man dann doch zu kurz kommt, vielleicht. Okay, wo landen wir denn jetzt hier? Ich kann nicht weitergehen, alles klar. Ich war nur neugierig. Dann gehen wir mal rein. Tada! Und oh, ich könnte ein langes, warmes Bad vertragen. Na, dann machen wir das so einfach. Da geht's ins Badezimmer. Ja. Oh, ein heißes Bad könnte mir helfen. Vielleicht. Oh, meine Gedanken wandern immer zu ihr zurück. Warum? Warum kann ich nicht einfach... Oh, dieser Fall. Denke einfach über den Fall nach. Brett. Wir werden ihn morgen treffen. Ich frage mich, was uns so zu erzählen hat. Chris und Brett haben zusammen studiert. Ich denke... Oh nein. Oh nein, ich nicht in der Wanne. Doch nicht in der Wanne. Ja. Es gibt's einfach keine drin. Schön. Nicht schön. Ach, verdammt, der gute Detective findet einfach keine Ruhe. Ich würde sagen, der hilft nur... Sleepwear. Nach einem heißen Bad. Schön, die Schlafsachen an. Super. Können wir nochmal rausschauen? Immer noch. Schön. Use? Es ist zu kalt draußen. Vielleicht später. Okay, das ist Bett. Können wir hier irgendwas jetzt noch machen? Nee. Dann machen wir mal das Licht aus und versuchen zu schlafen, natürlich.
So ist schon besser. Und ich rauche immer noch. Die ganze Zeit. Ununterbrochen. Sollte ich schon schlafen gehen? Ja. Ich hoffe, ich habe diese Nacht nicht schon wieder Albträume. Ich hoffe. Na, schauen wir mal. Weiß ja nicht. Oh nein. Ich wollte gerade sagen. Das ist ein Coffee-Shop? Oasis Coffee? Oh no. Ampel? No. Nein, nein, nein. Was passiert hier denn gerade? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. What the fuck? What? Okay. Was passiert? Nein, nein, nein. Ich kann nicht springen. Das kann nicht sein. Das Auto? Oh nein. Es passiert immer wieder dasselbe. Immer wieder dasselbe. Oh nein, nein. Das ist ein Unfall, ne? Ich träume, ich träume. Wach auf, wach auf, wach auf. Oh, E. Ich muss wieder E drücken. Hoffe ich. Ich hoffe... Oh Gott. Ich zieh das Traum wieder. Oh. Oh nein, nicht schon wieder. Abigail. Oh, das ist... Ich dachte, ich bedeute dir mehr als die ganze Welt. Komm mit mir. Du weißt, dass du das tun musst. Ich wollte. Ich dachte darüber nach. Oh. War das vielleicht gerade nicht nur ein Unfall? Also rückerinnern an vielleicht an den Unfall, sondern hatte sie versucht, mal das Leben zu nehmen? Wie irgendwo runterzuspringen? Hat überlegt, runterzuspringen? Hier gibt's nichts mehr für dich in dieser Welt. Ich vergebe dir, wenn du mit mir kommst. Ich... Lass das alles hinter dir. Du wirst so viel glücklicher sein. Schuss. Oh Gott, Hilfe. Ein neuer Tag. Eine alte Kirche. Oh, mein Kopf. Es ist so hell hier. Ich denke, Officer Blatt wartet für mich. Auf mich im Café. Ich sollte sie dort treffen. Oh. Driving Rain. Wir haben eine Errungenschaft erhalten. Okay. Dann ziehen wir uns mal wieder um. Also unser guter Officer hat, denke ich mal, auch mit Selbstmordgedanken zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob das so abläuft bei Leuten, die Selbstmordgedanken haben. Ob, denen dann sowas passiert, aber er wird halt total verfolgt von irgendwas. Er hat, also kopflich ist da irgendwas ganz falsch im Argen und er sollte sich eigentlich mal drum kümmern, ne? Ja, auf jeden Fall ist das sehr viel mit Schuldgefühlen zu tun. Was ziehen wir denn heute an? Das ist klassisch, John. Casual, formal und stressed out. Ich würde sagen, wir sind halt mal John. Mhm. John sieht auch gut aus. Ist zwar cool, dass man sich mal wieder umziehen kann, ne? Super, super cool. Alles klar. Dann geht's hier dann raus und weiter. Aber ich beende erstmal den Part und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und schauen mal, was dieser Tag so bringt, was die Informationen von Brad uns so bringen werden. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.